Salve, Freunde der Wahrheit. Ich habe mir jetzt zum großen Teil die Dokumentation von der Pamela Anderson angeschaut und ich weiß, dass jetzt bei vielen wahrscheinlich im Kopf das angeht. Und das passiert bei sehr vielen Sachen, die ich mir anschaue. Ich habe auch von Dieter Bohlen die Lebensgeschichte gelesen. Ich habe mir jetzt vom Ani das Buch beziehungsweise in Podcast-Form geholt. Ich interessiere mich extrem für die Lebensgeschichten von, das hat jetzt nicht unbedingt nur was mit Prominenz zu tun, aber mit Menschen, die in der Öffentlichkeit gestanden sind und denen vieles widerfahren ist. Weil wenn du in der Öffentlichkeit stehst, musst du dich mit gewissen Werten auseinandersetzen. Und gerade bei der Pamela Anderson finde ich es jetzt so spannend, weil ich habe das mir intuitiv rausgesucht, dass ich das anschaue. Ich wusste nicht, was da alles dahinter steckt. Genau, wo fange ich an? Erstens mal möchte ich kurz ausholen im Sinne von Sisterhood und Community und so weiter, weil das für mich ein großes Thema ist, seit schon längerer Zeit. Und zwar geht es da um das Thema, dass Frauen andere Frauen verurteilen für das, wie sie sich anziehen, wie sie sich darstellen, wie sie ihre Sexualität leben, wie sie ihre Freiheit leben, wie sie ihre Ekstase leben. Und das ist ein Riesending und ein Riesenthema und ich finde es sehr spannend, wie das da Pamela Anderson traurigerweise widerfahren ist. Und wie sich das alles so, weil man kann es, man schaut sich die Doku an und man denkt sich, ich kann es nicht fassen. Als freie Frau schaust du dir diese Dokumentation an und denkst dir, ich kann es nicht fassen, ja. Weil, wenn du diese Frau wahrnimmst, dann ist sie einfach eine Frau, die ihre Sexualität vollkommen frei ausgelebt hat, die auch als Kind missbraucht wurde, als junges Mädchen. Und dann trotzdem zu einer freien Sexualität gefunden hat und die dann ausgelebt hat. Und dann, wo dieses, also die Geschichte war ja die, Tommy Lee und Pamela, Big Love Story, wow, irre, so richtig Twin Flame Soulmates mäßig. Und dann wurde eben von denen dieser Safe gestohlen, wo auch ihr Sextape drin war. Und dann wurde das verbreitet. Und du musst dir vorstellen, die Frau wurde dann mit dem zweiten Kind schwanger. Sie hatte vor dem ersten Kind schon eine Fehlgeburt, weil sie gezwungen wurde, dass sie ihren Film fertig dreht, ihren Barbed Wire Film. Genötigt, sozusagen gezwungen, ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber genötigt, ja. Und dann haben sie ja ihren ersten Sohn bekommen. Und dann, als diese Sextape-Geschichte um die Welt ging, wurde diese Frau im Gerichtssaal, ich kann es gar nicht fassen, weil ich finde es so krass, ja, wurde sie zu ihren sexuellen Vorlieben befragt. Die Zuschauer haben Nacktbilder von ihr hochgehalten. Und ich frage mich mal, wo bitte ist da generell überhaupt der Respekt schon mal vor einer illegalen Tat, dann vor dieser Privatsphäre von jemandem? Und dann wird es quasi, ich kann es gar nicht in Worte fassen, weil es berührt mich so tief, was da passiert. Lohnt sich auf alle Fälle, diese Dokumentation anzuschauen, weil diese Frau ist unglaublich ermächtigend in ihrer Weiblichkeit und gleichzeitig so tief verletzlich. Und es zeigt sich eben in dieser Affäre, die mit diesem Sextape war, weil letztendlich hat sie dann halt unterschrieben, dass es freigegeben wird, weil sie Angst hatte, weil die haben sie immer wieder ins Gericht reingeholt und haben mir Fragen gestellt zu ihrer Sexualität. Was, Entschuldigung, bitte, hat das zu tun, wenn mir ein Tape gestohlen wird und das illegalerweise verbreitet wird? Ihr seht schon, das regt mich wahnsinnig auf und das regt mich auch auf, weil wir leben 2023, ja? Der Punk geht ab auf dieser Erde. Und es ist immer noch so, dass sich die meisten Frauen auf dieser Welt für ihre Sexualität auf einer gewissen Ebene schämen, ja? Die meisten Frauen
trauen sich nicht in ihrem vollen Vibe, in ihrer Queendom, in ihrem ganzen Sein rauszugehen, weil am Ende irgendwas kommen kann, wo es dann wieder heißt, ja, die Schlampe ist ja selber schuld, egal was passiert, ja? Und das ist das große Damoklesschwert, das im Patriarchat über jeder Frau irgendwo schwebt. Und das macht mich sowas von traurig und wütend gleichzeitig und erweckt gleichzeitig so eine Power in mir. Und ich muss sagen, scheiß drauf, echt, ja, hier. Scheiß drauf, weil das ist ja wohl unfassbar krass, dass wir als erwachte Lebewesen, Liederinnen, Frauen, die so eine Power haben, uns wieder und wieder von dem bestehenden, arschlangweiligen Strukturen des patriarchalen Daseins da irgendwie noch runterdrücken lassen. Bitte tut es nicht. Ein großes Dankeschön an alle Frauen, die jetzt und heute und hier ihre Queendom leben, ihre freie Frau ausdrücken, ihre wilde Frau ausdrücken, weil das ist das, was wir brauchen. Weil mit jeder Frau, die auch nach draußen geht und vielleicht auch leider manchmal eine auf den Deckel kriegt oder verurteilt wird, werden andere Frauen ermächtigt und sehen, was das hier für ein riesen Bullshit ist mit der, wie will ich es nennen, mit der Ekstase des Daseins, des Weiblichen. Des Weiblichen. Wahnsinn. Wahnsinn, also bewundere ich zutiefst auch so, das sind alles so Role Models von mir. Nicht, weil ich so leben möchte wie diese Frauen, nein, aber weil sie mir aufzeigen, dass es wichtig ist, also auch, warum sage ich jetzt, die sind alle, weil ich da viele im Kopf habe, zum Beispiel die Uschi Obermeier, eben die Pamela Anderson, mehr fallen mir jetzt im Moment gar nicht ein, aber es gibt so viele Frauen, die ihre Weiblichkeit und ihre Ekstase und ihre Sexualität offen gelebt haben und immer wieder durchgewurstelt worden sind durch diese patriarchalen Systeme. Auf der einen Seite, ja, sind die Männer, die das geil finden und sich darauf einen, ihr wisst es, sind wieder die Männer, die dann hinterher schreien, du Hure, hey, was geht denn ab? Wir müssen uns genau von diesen Strukturen befreien. Genau das ist das Problem, genau das ist der Punkt, genau das ist die Wurzel und die Root davon, warum wir Frauen nicht in Freiheit, Leichtigkeit und Überfluss und Reichtum leben können. Das ist genau diese Sache, ja. Und